Das war halt immer das Pferd, immer das zentrale Thema. Ich habe das sehr genossen. Wir mussten auch nicht reiten, wir Kinder, sondern das ergab sich einfach so. Und wir hatten natürlich alle, die Ponys waren hier, der Hof ist im Prinzip unser Spielplatz gewesen. Und insofern war das ganz natürlich, dass ich irgendwann einfach große Lust am Reiten gefunden habe. Ja, es ist natürlich angenehm oder traumhaft schön, so aufzuwachsen. Man ist den ganzen Tag draußen, man bekommt alles mit. Die ganze Familie ist auf dem Hof, weil die Eltern hier arbeiten. Das heißt, man sieht sich auch wahnsinnig viel. Doch, also war eine super Zeit und hat mich dem Pferd sehr nahe gebracht, weil wir eben von Anfang an immer mit den Pferden in Berührung waren. Also zunächst mal kann man sagen, meine Eltern sind beide auch Vielseitigkeit geritten. Dementsprechend war die Nähe zum Vielseitigkeitssport irgendwie da, auch wenn sie es nun beide natürlich zu dem Zeitpunkt schon jahrelang nicht mehr machten. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich von meiner Patentante, Dodi Offenheim, zwei Ponys, also nacheinander, erst das eine, Salamanca, und dann später Villano, zum Reiten bekommen habe, die jeweils dann, also es waren die Ponys, aus denen ihre Kinder rausgewachsen waren. Und so hatte ich also zwei wirklich sehr, sehr gute und sehr erfolgreiche Vielseitigkeitsponys. Und da lag das dann also ganz nahe, mit denen auch Vielseitigkeit zu machen. Und ich fing richtig mit Geländereiterwettbewerben und so an und dann habe ich einfach nicht mehr damit aufgehört, weil es mir so einen riesen Spaß gemacht hat. Das muss 2012 gewesen sein, an die Bundeswehr Sportschule nach Warndorf gegangen, da zwei Jahre lang in Warndorf verbracht und nach diesen zwei Jahren an der Sportschule meine Bereiterprüfung gemacht. Bin daraufhin erstmal kurz nach Hause, nach Ende dieser Zeit, 2014, bevor ich dann einen Winter, das müssen fünf Monate gewesen sein, bei Bo Christoffersen und Rolf-Göran Bengtsson meinem Springstall arbeiten wollte. Einfach weil mich das schon immer gereizt hat, mal zu sehen, wie läuft so ein großer Springstall. Ich kannte nun das Thema Vielseitigkeit ja irgendwie ganz gut aus meinem eigenen Interesse und meinem eigenen sportlichen Werdegang. Das Thema, wie funktioniert ein Dressurstall, kannte ich nun von zu Hause. Ich fand es wahnsinnig interessant, mich mal weiterzubilden, wie das bei Top-Springreitern alles so abläuft. Handling, Management, Training. Und nach der Zeit habe ich dann 2015 erstmal einige Wochen in England bei Chris Bartel verbracht. Das war tatsächlich auch wieder eine ganz interessante Zeit aus trainingstechnischer Sicht und um mich mit meiner Vielseitigkeitskarriere so ein bisschen nach vorne zu bringen. Und dann bin ich nach Ende der Saison 2015 wiederum nach Warndorf gegangen, weil ich die Möglichkeit hatte, dort in die Perspektivgruppe Vielseitigkeit zu gehen, am DOKR, und gleichzeitig in Osnabrück mein Landwirtschaftsstudium aufzunehmen. Ja, das habe ich jetzt gemacht die letzten Jahre und bin eben Ende letzten Jahres, also nach der Saison Mitte Oktober, Ende Oktober letzten Jahres, wieder nach Medingen gezogen und habe dann mich im Prinzip ein Dreivierteljahr hier einarbeiten können und dann zum 1.7. diesen Jahres den Betrieb übernommen. Naja, also zum einen kann man sagen, kam das jetzt dann natürlich nicht überraschend, sondern es war ganz lange geplant, dass das so ablaufen soll und es war auch lange besprochen, der zeitliche Rahmen. Und insofern war es etwas, auf das man natürlich schon irgendwie vorbereitet ist, aber das brauche ich jetzt auch nicht leugnen. Es ist schon dann erstmal ein beeindruckendes Gefühl, aber ich glaube, das entwickelt sich eigentlich ganz gut. Meine Eltern sind ja sowieso immer noch hier vor Ort. Wir arbeiten zusammen. Sie sind jeden Tag hier, ich bin jeden Tag hier. Es ist jetzt kein strikter Übergang im Sinne von ich mache das jetzt und ihr hier nicht mehr, sondern wir machen das Hand in Hand und das funktioniert wirklich gut. Man hat das jetzt, glaube ich, gerade gesehen, dass wir trotz dieses schwierigen Jahres mit allen Begleitumständen eine wirklich, wirklich gute Auktion auf die Beine gestellt haben. Das ist auch ein Indiz dafür, dass die Arbeit, die wir hier zu Hause im Vorfeld gemacht haben, einfach gut ist. Das gibt uns wieder viel Selbstvertrauen, auch fürs nächste Jahr daran anknüpfen zu wollen. Mir macht es große Freude, ich habe da viel Spaß dran. Es ist natürlich eine bisschen andere Ausgangssituation, als ich die letzten Jahre hatte, wo es ausschließlich um den Sport ging. Jetzt geht es immer in erster Linie darum,
für den Betrieb zu denken und dann kommt die sportliche Ausrichtung kurz dahinter. Aber auch das ging in diesem Jahr bislang gut. Also meine Saison war bislang gut und ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Vielseitigkeitsfernen nicht mehr gerecht werde, sondern es ist eine Frage des Managements und wenn man das so vernünftig kommuniziert und alle Seiten sind darauf eingestellt, dann kann man mit der entsprechenden Planung durchaus viel in so einen Tag reinkriegen. Naja, also Pferde sind's einige. Ich glaube im Moment, gut, jetzt gehen natürlich gerade die Auktionspferde, jetzt wird es etwas weniger. Dafür haben wir aber auch noch, naja, 20, 30, 3 und 4-Jährige, die jetzt in Warteschleife stehen, um reingeholt zu werden und mit der Arbeit zu beginnen. Also grob kann man sagen, haben wir immer um die 100 Pferde hier auf dem Hof und dann in zwei verschiedenen Aufzuchtstätten, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die Jungpferde vom Jährling bis zum 2- bzw. 3-Jährigen. Das haben wir ausgelagert, weil wir hier die Flächen nicht haben. Naja, und hier auf dem Hof, ich würde denken, wir arbeiten meistens so zwischen 50 und 60 Pferde, die wir irgendwie unterm Sattel haben. Und das Ganze mit einer Mannschaft von ca. 15 Mitarbeitern, davon auch natürlich nicht jeder ganztags. Oder es sind auch mal für die Highlights im Jahr, brauchen wir auch mal Aushilfskräfte, aber so im Kern um die 15 Mitarbeiter. Wir haben in diesem Jahr tatsächlich ein klein wenig reduziert, sind mit 26 Zuchtstuten in die Saison gegangen und jetzt sind noch 20, die fürs nächste Jahr hier bleiben. Mein Großvater Eugen Andreas Wahler hat hier in den 60er Jahren die Pferdezucht begründet, hat dann ganz lange Zeit hauptsächlich oder ausschließlich sogar hier Trakehner gezüchtet und dann im Prinzip, das war der nächste große Schritt, dass wir ganz lange Hengstprüfungsanstalt waren und als mein Vater das Ganze hier übernommen hat von meinem Großvater, kam mit den Hengsten wie zum Beispiel Caprimond das nächste große Projekt und das war die Gründung einer eigenen EU-Besamungsstation. Dann hat sich das eben nach und nach immer weiterentwickelt bezüglich der eigenen Zucht, bezüglich der Hengststation und parallel haben meine Eltern dann irgendwann unten auf dem Hof, wir werden dann nachher noch vorbeigehen, die Auktionshalle gebaut und angefangen, nachdem sie die Auktionen schon lange Jahre für die Trakehner in Kranichstein gemacht haben, für den Trakehnerverband, die Auktionen dann hier auf dem Hof zu machen. Und dann irgendwann eine eigene Auktion, das ist jetzt die Elite im Herbst, jetzt gerade letztes Wochenende die 31. Auflage, also mittlerweile doch eine Veranstaltung mit viel Tradition, die wir hier jedes Jahr auf dem Klosterhof machen und so kam es eigentlich auch, dass dann mein Vater irgendwann die Entscheidung getroffen hat, unsere Zucht auf alle anderen Zuchtverbände auch mit auszuweiten. Ja, nun kann man glaube ich sagen, dass wir hier seit vielen Jahren probieren mit dem mit einem guten und soliden oder sehr guten und soliden Stutenstämmen, die meisten eben noch auf Trakehner-Basis, moderne, erfolgreiche Dressurpferde zu züchten und dann zu vermarkten. Das ist so die Historie von uns, der Familie Wahler auf dem Klosterhof, so im Schnelldurchlauf.